Auf zu neuen Höhen macht sich der Aktienindex DAX auch heute nicht. Nach enttäuschenden Konjunkturdaten aus Deutschland, hier bei uns hat sich die Stimmung der Finanzexperten überraschend deutlich verschlechtert, bleiben die Anleger zurückhaltend. Der DAX kann die 9.700-Punkte-Marke bisher nicht knacken. Aktuell notiert er sogar leicht im Minus bei 9.625 Punkten. In New York ähnliches Bild. Auch hier schwächer als erwartete Konjunkturdaten und ein Dow Jones, der leicht im Minus steckt. Bewegung dafür bei einigen Einzelwerten. Im Blick heute Südzucker. Jahrelang haben die größten deutschen Zuckerhersteller die Preise abgesprochen. Das sieht das Bundeskartellamt als erwiesen an und hat deshalb heute hohe Geldstrafen verhängt. Die höchste geht an den MDAX-Konzern Südzucker. Europas größter Zuckerhersteller muss fast 200 Millionen Euro zahlen. An der Börse kommt das nicht gut an, auch weil die Mannheimer noch sagen, das wird unseren Gewinn dieses Jahr ganz schön nach unten drücken. Die Aktie unter den Verlierern minus 2%. Unter den Verlierern im DAX heute die zuletzt immer wieder gefragten Autowerte. Volkswagen minus über 1%, BMW ebenfalls, Daimler verlieren knapp 1%. Auf der anderen Seite Platz 1 im DAX für die RWE-Papiere mit plus 1%.